Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chaco und wir sind jetzt wieder unterwegs von Zeit zu gehen. Salzburg nach Mannheim mit Getränke, Flüssigzeug da. Ja, und dann sehen wir zu, dass wir da ankommen heile. Das sind knapp 500 Kilometer, aber ich muss ja irgendwie wieder in die Richtung in der Heimat kommen. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal, dass ich das hier hinkriegen muss. Ne? Ja, wie gesagt, genießt die Fahrt wieder. Und dann wird's werden, es wird wohl wahrscheinlich eine kleine längere Tour werden. Auch von der Zeit her, ich hoffe es ist okay. Wie gesagt, die steigern sich nach und nach. Biege nach rechts ab. Von daher, ja. Es ist halt so, ne? Mal sehen, wie wir reinfahren. Also Richtung. Da kommt ein Haufen Zeug. Viel Verkehr. Viel Verkehr. Naja, warte mal. Ja, so, nach dem blauen jetzt hier werden wir mal ausziehen. Demnächst rechts abbiegen. Ja, das ist schon schön in Österreich, muss ich sagen. Also das passt schon. Biege nach links ab. Links abbiegen. Biege nach links ab. Schöne Gebäude hier, muss ich sagen, echt super. Gefällt mir.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, dann geht's natürlich jetzt auf die Autobahn. Und dann geben wir natürlich wieder Gas. Also nicht übertreiben natürlich. Wir fahren nach STVO natürlich. Und ja, mal hoffen, dass wir gut ankommen. Und dann bitte links halten. Wenn ihr ein paar Themen habt oder so, wo wir drüber reden können oder wollt, könnt ihr das gerne machen. Und ja, wie gesagt, dann machen wir das nächste Mal. Könnt ihr gerne ein paar Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich tue da, bin da flexibel, tue auch sehen, dass wir das hinkriegen. Je nachdem. Ja, was macht denn der jetzt hier? So, naja, wie gesagt, jetzt fahren wir da Richtung Deutschland wieder. Wir sind, glaube ich, schon wieder in Deutschland, von daher. Ist doch perfekt hier, die Aussicht und alles. Ja, jetzt sollt ihr auch ein bisschen was davon haben, mit einer bisschen Ansicht fahren. Das bringt ja nichts. Von daher, ja, immer schön die Fahrt genießen. Und ja, was soll ich noch sagen? Also wie gesagt, mir gefällt es auch hier zu fahren, zu spielen. Und ja, wenn es euch, wie gesagt, wie ich schon mal der letzte was gesagt hatte, wenn es euch gefällt, dass ich da jeden Tag 2 Folgen bringe. Wie ihr seht, dass die Firma weitergeht, schreibt gerne einen Kommentar, ob es euch gefällt, ob es okay ist. Und wenn nicht, dann schreibt es mir auch rein, wenn es irgendwie zu überhand nimmt. Ich möchte ja nicht, dass es euch zu langweilig wird. Und demnächst werden auch wieder, manchmal kommen auch 3 Folgen am Tag, weil ich zwischendurch auch alles mache. Vielleicht, ja, vielleicht ist es ein bisschen Abwechslung. Oder ich muss wieder zurückstoßen mit meiner, meine Aufnahmen, also, was heißt Aufnahmen, mit meinen Folgen, die ich da bringe. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass montags immer die Livestreams gepostet werden oder auf YouTube hochgeladen werden. Das werde ich wohl jetzt so machen. Und bin ich bis am Überlegen, ob ich ATS, ETS und alles zusammen mache. Flexibel. Ja,
bei die Alice natürlich Livestreams, die ich da habe, das sind natürlich entweder mit meinen Kollegen zusammen, wo ich das spiele, beziehungsweise werde ich vielleicht auch allein in meinen Alice da mal Livestream machen. Ja, könnt ihr auch gerne mitkommen oder was soll ich sagen, reinkommen, dann bei Zeiten melden. Auch wegen die Mods und alles und ja, je nachdem, wer halt da Lust hat, kann gerne mitkommen, mitzocken und aber das werde ich noch alles, ist gerade noch so in Planung alles. Und ja, müssen wir halt, wie gesagt, müssen wir sehen. Und es wäre auch schön, oder ist schön, wenn ein oder andere da mitspielen würde oder Lust hätte, würde ich gerne machen. Aber wie gesagt, sachlich bleiben, ordentlich bleiben und sich im Voraus melden, schon ein, zwei Tage, vielleicht wegen die Mods, dass das dann alles funktioniert. Ja, und dann sehen wir halt weiter, ne? Also mir wird es gefallen. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann entscheiden selber. Und werdet es dann vielleicht auch ankündigen, wie das so alles geht. Ja, und dann passt das halt. Bitte links halten. Aber wie desto trotz, jetzt sind wir erstmal im Singleplayer unterwegs. Jetzt fahren wir von Salzburg nach Mannheim. Geben da Dings ab, die Ladung. Sind ja noch ein paar Kilometer zu fahren bis dahin. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig oder zu lang. Ja. Von daher, ja. Aber ich denke, ihr seid bestimmt einverstanden. Wie gesagt, ich mache das für mich, weil es mir gefällt, weil ich Spaß habe. Ich hoffe, euch gefällt es auch soweit. Und ja, dann wird man sehen halt, wie es mal hier weitergeht. Und ich freue mich über jeden, der sich hier das anschaut oder ein Abo da lässt oder je nachdem oder eine Glocke drückt, dass er nichts mehr verpasst. Oder einen Kommentar da lässt natürlich. Das wäre okay. Und aber wie gesagt, es ist kein Muss. Jedenfalls freue ich mich, dass meine Videos, die ihr so seht, so viel Anerkennung kriegen. Dass viele die anschauen, das freut mich natürlich. Von daher, ja, abwarten, langsam machen. Ich dachte, ich mache mir da auch keinen Stress, weil ich mache das für mich, weil ich Lust habe dazu. Anderen will auch nichts verdienen damit, aber wenn das dann halt so ist, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich möchte halt mit euch zusammen die Spedition aufbauen und dann Tour für Tour wird abgearbeitet, abgefahren, dass man halt ein bisschen was verdient, auch dass man selber die Firma aufbaut. Wie gesagt, vom Schieden und so halte ich nichts. Ich sage, wenn ich irgendwann meinen eigenen LKW habe, wird natürlich Stück für Stück dann von Firma zu Firma abgefahren, das ist ja klar. Von daher passt das alles und was auch gut ist, dann irgendwann werde ich einen Hänger haben, dann vielleicht einen zweiten LKW und so weiter und so fort. Ja, und so wird die Firma dann Stück für Stück aufgebaut. Aber jetzt fahre ich ja noch für eine andere Spedition. Und ja, und ich denke, wenn ich dann in Stuttgart bin, ich hoffe ja, dass ich meine Tour dahin habe. Weil wie gesagt, ich fahre ja gerne von Stadt zu Stadt. Dass ich da dann kaufen kann. Einen LKW und dann wird es dann langsam aufgebaut. Da wird natürlich auch aufgetunt und alles. Ja, und den LKW werde ich wohl dann auch behalten, ne? Also da wird er eine ganze Weile bei mir bleiben. Klar werde ich auch andere LKWs kaufen, aber das dann für meine Leute, die da mitfahren. Und da wird nichts groß gemacht, nichts aufgemutzt oder so. Das ist dann die ganz normale Grundausstattung, werden da gekauft.
Und falls ich mal von denen einen nehmen sollte oder muss, dann werden die natürlich schon ein bisschen aufgebaut, das ist klar. Aber ansonsten werde ich meinen LKW behalten. Den werde ich mir aufbauen und je nachdem, ob ich mir einen schönen Skin drauf verpassen. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Man muss da erstmal sehen, wie das da läuft alles. Ja, wie gesagt, die Touren werden halt auch immer länger. Von daher passt es. Ich hoffe ja mal so, dass ich so, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber ich denke so 300 bis 500 Kilometer möchte ich schon so etwa einhalten, dass die Tour nicht allzu lang wird, die ich hier aufnehme. Es sei denn, es ist ein Livestream, dann ist es natürlich was anderes. Aber das wird man dann sehen. Von daher, ja. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem mit dabei. Schaut euch die Videos an, auch wenn sie nicht länger sind. Würde mich sehr freuen. Ja, und wie gesagt, genießt das alles, genießt auch die Aussicht hier. Jetzt geht es schon in den Tunnel rein, dann wieder in den Ausgleich kurz vor Tunnel. Das sieht auch schön aus, sehr schöner Sonnenuntergang, was wir noch mehr. Das sieht doch herrlich aus. Wird langsam immer dunkler hier. Aber es ist halt so wie in meinem Leben. Von daher. Euch war den schönsten, sieht das nicht herrlich aus, die Wolken und so, ist doch vom Feinsten, ne? Sowas macht Spaß und sowas passt auch. Parkhaus, ja, sind wir jetzt in Stuttgart, fahren wir Stuttgart durch. Wieder mal. Ja, das ist halt. Aber ich komme in meine Heimatspedition, das ist schon mal sicher, früher oder später. Jetzt hoffe ich nur, dass ich dann, wenn ich jetzt in Mannheim bin, irgendwie eine Tour kriege nach Stuttgart. Das wäre perfekt. Ja, und dann wird natürlich der LKW gekauft, das ist schon mal so sicher. Ja. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal nach Mannheim. Es sind schon noch ein paar Kilometer bis dahin. Und wenn wir das dann haben, dann ist die Sache erledigt. Dann gucken wir, ob wir eine neue Tour kriegen. Dann sieht man weiter. Ja, jetzt wird es so langsam dunkel. Da sieht man halt auch nicht mehr allzu viel langsam. Aber das ist ja normal, wie ein normales Leben halt. Von daher alles gut. Wir werden die Fracht natürlich im Dunkeln abliefern, denke ich. Ja, und dann müssen wir halt mal sehen, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, genießt noch ein bisschen die Fahrt. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Und schaut einfach zu und nehmt euch einen Kaffee, lehnt euch zurück, wie auch immer. Und genießt die Fahrt. Bis gleich, bin ich gleich wieder da.
Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, hier ist wieder euer Chaco. Die Ausfahrt rechts. Chaco meine ich natürlich. Ja, jetzt sind wir fast da. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Also die Musik war nicht zu laut. War allzu laut. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sind jetzt im Dunkeln. Kommen wir mal rein an. Das sieht man nicht viel. Aber ich wollte mal so, dass ihr das mal genießen könnt, ein bisschen. Ohne Gelaber, ohne sinnloses Erzählerei da. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Weil man muss ja mal wieder genießen da, die Tour, ohne dass man was sagt. Und einfach mal nur den Sound hören, den Spielsound, beziehungsweise ein bisschen die Musik. Zuhören, das ist auch mal was. Und von daher ist es doch alles in Ordnung, finde ich. Ne? Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ja, deswegen genießt es auch weiterhin. Hat mich jedenfalls sehr gefreut. Oder es freut mich immer noch sehr, dass ihr dabei seid, immer da seid. Ihr seid halt die Besten. Und von daher. Alles gut. So, jetzt sind wir natürlich gleich da. Entschuldigung, allzu weit ist es ja nicht mehr. Und ja, dann liefern wir die Fahrt ab. Und dann müssen wir halt sehen, was da noch kommt. Ja. Von daher, ja, Dings ging jetzt ein bisschen länger, die Folge. Aber das ist ja normal bei den Kilometerentfernungen. Ist das halt nun mal so. Und ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn es ein bisschen länger ist.
ja, wie gesagt, das wird halt auch immer länger. Aber ich will ja halt versuchen, so etwa 300 bis 500 Kilometer so für eine Folge zu machen. Vielleicht auch kürzer, je nachdem. Links halten und dann links abbiegen. Und ja, vielleicht wird es auch länger mal, eine Stunde oder Biege nach so. Ja, links das ist ja ab. Livestream natürlich. Da müssen wir halt mal sehen. Ne? Also von daher, wie gesagt, solange ich noch kein LKW habe, wird es ganz normale Folgen geben. Und wenn das dann mal so ist, dann geht es natürlich weiter. Ja, wie gesagt, ich will halt meine Firma aufbauen mit euch zusammen. Das wird schon, denke ich. Von daher, ja, genießt es ganz einfach alles. Seid dabei. Wie gesagt, mich freut es für jeden Zuschauer, der dabei ist. Und ja, egal wann ihr das anseht, ich hoffe, wie gesagt, ob das am Tag ist, in der Nacht ist, am Wochenende, unter der Woche, ist nicht so schlimm. Schaut euch das an, lasst es euch dabei gut gehen, trinkt ein schönes Käffchen oder Limo oder Cola, Bier oder je nachdem. Werden. Aber wenn ihr Bier getrunken habt und so, natürlich kein Auto mehr fahren, ist ja klar. Das gibt es da nicht. Immer anständig sein, ihr wisst ja, Führerschein ist teuer. Da kann man verlieren, beziehungsweise man muss spazieren gehen. Das ist auch nicht gut, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Genießt es immer wieder bei mir dabei zu sein. Ich hoffe, das ist okay, so wie ich fahre oder wie mein Plan ist. Demnächst rechts abbiegen. Und ja, dann sieht man halt weiter. Ne? Also wie gesagt, ich baue ja die Rechts Dings auf. abbiegen und dann Wir links sind jetzt auch abbiegen. da angekommen, wo wir hin wollten. Biege Ohne nach links ab. Blessuren, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir Hier bloß endet sehen. es. Achso, das muss ich anscheinend noch einstellen, ja. Aber das geht ja, glaube ich, erst, wenn ich meinen eigenen LKW habe. So, dann ziehen wir mal hier rum. So, ja, das war ja natürlich ein einfaches Einparken. Jedenfalls bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Und ja, genießt das Video. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Gamer Chaco. Ciao, ciao.